Einmal jetzt kommt zu Spiel 2S, sonst Friendly Challenge mit mir, dem Jay Gamer. Moin Leute. Oh ne, Fabi. Hallöchen. Wie sieht's denn eigentlich aus mit Spulen, Leute? Ich muss noch ernten. Kannst du nicht morgen auch noch ernten? Doch, kann ich. Ich hab genau in dem Moment nachgeguckt. Bei mir ist es gar nicht reif. Wobei. Warte mal. Habe ich denn hier angesehen? Raps. Kann man das morgen noch ernten? Ja, aber du musst trotzdem gucken, in welcher Wachstumsstufe du dich befindest. Ja, das spielt ja keine Rolle. Erntezeit, morgen. Doch, bis morgen könnten wir noch spulen. Ja, das ist korrekt. Aber wenn du weiter spulst, wenn es schon erntereif ist, dann springt der ja weiter. Von der Wachstumsstufe her auf verfault. Auch wenn du es in dem Zeitraum ernten kannst. Alles gut. Vertrau. Ich nicht. Ja. Yeah. Warum ist denn das hier Deutsch und... Ja, weil die Hofnamen trotzdem italienisch sind. Wie komme ich denn jetzt zu deinem Hof? Von meinem Hof zu deinem Hof? Du musst Hof F nehmen, also 6F, glaube ich, heißt ja. Das dann. Und dann ist da irgendwie ein italienischer Name zwischen. Das ist der Hof. Das heißt deiner, da war dann. Das ist dann meiner, genau. 4 Minuten, Alter. Will der da hingurken? Ansonsten willst du den Ladewagen zurückbringen. Ja, genau. Ja, ansonsten fahre ich den Deutz eben zu dir. Ah, ne, darf ich nicht, weil ich habe schon einen Autodrive. Einen Fahrer so. Benötigt Kalk, muss geflügt werden. Was ist denn bei Emilia irgendwie so schon? Ja, ist was angekommen bei den Händler. Ja. Könnte mal fein sein. Herrschte mir mal zum Feld Numero Uno, Dos, Tres. Ich denke, die Felder stehen auf Deutsch da. Na, der Stapler fällt über sein Tor, ist ein Tor. Dann muss ich ja auch testen, ob es geht. Du! So, wo muss ich jetzt überall Kalk? F62, kannst du losbrettern? Wie geht das? Lohnt sich nicht. Ist da drüben? Ist denn hier eigentlich ein Kit hier überhaupt drauf? Warte mal. Baumwolle, Alter! Ich hab gesagt, wir werden es doch nochmal ausprobieren, Leute. Mit dem Pflug. Nimm einfach den kleinsten, oder? Kostet ja nichts. So. Eine Sonnenblume. Naja, gut. Das passt dafür. Was habe ich eigentlich für Stelle? Schweine habe ich schon. Groß. Okay. Schweine, Schafe, also? Hühner, glaube ich. Ja, genau. Ja, das sieht auch gar nicht groß aus, Leute. Nein, nein. Hab da was falsch im Blick. Interessant. Ja, zulassen. Okay, er hat Funktion. Gut. Ja. Ruf ihn, muss ich da eingeben, Leute. Wo ist der Dude? Ja. Wir kommen vom Hof G. Wo ist der Hof G? Ja. Alter. Ist auch geil.
da ist ja ein Kram. Och nee, dä. Doch auch so rum. Immer noch Kram. Immer noch Kram. Hat ihn den Deins Ehren geschissen. Das ist der kleine Weg hier. Oh, der Raps kommt runter, oder? Das sieht ganz schön traurig aus mit diesem Streuer hinter dem Waldrohr. Dann haben wir noch das Feld 21. Ja. Dann lädst du nicht automatisch, Herr CP-Fahrer. Und das Feld Nummer 2149. Okay. Also toll, wir haben aber keine Mähwerke, das ist auch toll. Ach, ich hab vergessen. Deshalb eigentlich gut, nicht schnell, ja. Hey, hey, nicht kaputt. Oh, oh so, ups. 3 Minuten 35 braucht er. Ossi, nun schon immer Status aufheben. Mann, jetzt haut der Abschlag ein schönes Bild, Mann. Na ja, gut. Ja, Sekunde, ich bin sofort wieder da. Oh, oh, jetzt, warum ist der Raps? Kannst du nicht dreschen hier? Aber der kommt sofort. Zum Anmarsch, der Junge. Da ist er doch. So, wo sind wir denn? Der Fan ist jetzt gerade durchgerobbelt. Ah, warte, kann ich hier überhaupt schon drauf kalken dann so? Ja, kann ich. EP. Das ist gut. Ach. 7,7 Meter, das sollte bisschen, gucke ich jetzt mal nicht nach, oder? Wie viel müsst ihr denn noch dreschen? Nur noch das was? Eckchen hier. So. Also, ich, wie schon gesagt, eine Nacht kann ich vorspulen von hier aus. Der Raps wird sich schon nicht verdorrt sein. So. Wie lange hat dieser Idiot? 32 Minuten. Was? So lange? Was? So lange. Das wusste ich noch. Mein Drescher hat noch 18 Feld, Minuten. Es fällt jetzt nicht klein. Ach stimmt, ich könnte ja auch drillen oder irgendwie so. Aber wieso kannst du jetzt nicht in den... Kannst du jetzt nicht in den Kipper überladen? Weil du... Kipp-Kopf davor keinen Schlepper hast, oder was? Oh Leute. Bitte, sonst bleibt das halt so. Wer ja, denn hier? Das Topfe hat hier einfach was bei mir gepachtet. Hab ich das? Ja, oder ist das gekauft? Da. Ah lol, das hab ich ja auch noch. Da denn drauf? Baumwolle. Ja, ich brauche auch Baumwolle, Ernte. Könnt ihr euch ja teilen, was? Da fährt der Gerät drüber, der das einfach niedermacht und fertig. Nee, spielt es mir. Das Ding ist, das ist so wenig, glaube ich. Aber wir sind auch schon 2,3 Hektar. Alter! Okay. Dreckspflanzen bleiben für immer hier, Leute. Ist mir auch scheißwumpe egal. So. Der was? Kommen Sie, Herr Topliner. Was wollen wir? Wollen wir den Stroh einsammeln? Was gibt denn Stroh die Tonne? Das gibt halt nichts. Ja, 60 Euro.
gibt halt wirklich nichts. Wenn wir den Guten hier ansetzen, also kann ich selbst hier drillen, Leute, und dann aus durch. Also Ossi, du kannst gerade nichts machen. Nee. Auch nicht Wiese mehr oder so? Ja, für was? Na gut. Stimmt, ich habe auch nicht umgeschrieben, dass wir das einlagern können. Ja. Stimmt, das wolltest du eigentlich machen, ja. Pass auf. Da gerade mein CP da arbeitet, können wir mal eben gucken. Jetzt weiß ich auch, warum ich... Ja. Dann brauchst du den Ladewagen hattest? Ja, genau. Stimmt, ja, jetzt ergibt das Sinn. Komm, ist gut so. Jetzt weiß ich auch, warum ich die Ladewagen vor meinem Silo geparkt hatte, Digga. Ja, komm, ist egal. Palm Buildings. Oh, weh. Oho. So. Bei Silo Large. So, warum? Eigentlich, warum hab ich mir eine Beinpresse gekauft? Für Bein zu pressen. Ja, macht Sinn, ja. Das klingt logisch. Ich habe aber ein Strohlager. Wie hast du eins? Kein Gras und kein Heu. So. Lader. Da kaufst du, dann pachtet der mir Alpersfeld vor meinem Hof hier. Oh, ah. Wer? Du! Das ist eiskalt drin, ne? Gepachtet, Gott sei Dank. Hinter deinem Hof ist meins. Ach du Scheiße, Alter, welche Höfe haben. Oh. F, D und. Nee, Leute, das bringt nichts. Wir werden ansehen. Wir werden ansehen. Ach du Scheiße. Mama. Ach, Moment, anstatt wir ansehen sollten, würden, machen, tun, lassen, müssen wir gucken, wie es ausschaut mit hier gepflügt oder nicht gepflügt. Och nee, Digi. Mehrheit muss gepflügt werden. Ach nee, da. Oh. Nee, wir müssen jetzt mal zuerst mal kurz den Anhänger leeren und kurz vorbeibringen. Das bringt alles nichts. Komm, weißt du was? GPS braucht die Tiefenlocker, aber kann ich mal ein Dolster vorhängen? Bei mir nicht. Ich hab nur 88. Tiefenlocker, aber doch. Haben wir Rea drauf? Also, ich meine nicht. 120, ne, wird genau gehen. Ich bin so voll trottel, ich weiß, was ich machen kann. Ach, Junge, ich hatte dann nur den Tieflager gemietet, weil ich was testen wollte. Ach, du musst ja. Da war ja was. Bitte. Mit meinem 822, Leute, bin ich noch sich sehr, denn? Sehr zufrieden. Wie schimpft sich mein Hof? Upsala, Pupsala, hallo! Okay. Mach doch nicht diesen mit mir. Hä? Ich bin doch D, ja. D. Oder ist heute von Verkauf von irgendwas. Heavy. Farino. Fahrzeuge, ne? Nee, Januar. Achso. Januar. Okay. Am 1. August, also einlagern mit den Bums. Och, Abschiebewagen schon geil, oder? Hm. Uns Grain Storage Sino G hatten. E, F, E. L M O P.
Das ist auch ein Kuhstall, Jaggi, oder? Ja. Dann ist das hier Pharma MX, okay. Warum? Was, okay. Was ist so? Sieht muss ja umschreiben. Ja, passt. Sehr schön. Was geht bei dir nicht, Ossi? Was? Nein, dass wir alle Stroh, Gras und Heu einlagern können. Ah, okay. Hatten wir letztes Mal schon gesagt. Im Silo oder wie? Ja, sicher. Nee. In deiner Unterhose. Bei dir im Popo. Also Stroh kann ich, aber Gras und Heu nicht. Das wäre super, dann Ups. Aber es geht ja wieder nicht. Wie will ich denn Silage machen? Ich würde es probieren mit einem Fahrsilo. Hab ich keins. Dann würde ich mir eins kaufen. Kauf Ossi bei Ossi erst eins. Was? Oder Ballen machen. Aber gut, ich würde sagen, das war's mit dieser Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, glaube ich ja. Schaut auf jeden Fall, was ihr bald besser noch drauf nach und ja, ciao. Tschüss.